So, wir sind live. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, ob das hier auch überall funktioniert. Gebt mir noch kurz 2 Sekunden. Ja, das scheint auch zu funktionieren. Wunderbar. So, wunderbar. Okay, dann herzlich willkommen. Ja, aktuell das erste Live, neue Software. Ich hoffe, dass alles ja, mit der Technik soweit funktioniert und dass ihr mich auch alle sehen und ja auch hören könnt. Genau, ich würde vorschlagen, wir legen los. Ich möchte heute ganz kurz auf die aktuelle Situation am Energiemarkt eingehen, weil ja, ich in meinen Gesprächen immer wieder das ein oder andere feststelle, was ja aus meiner Sicht ja manchmal auch ein bisschen Unwissenheit, auf ein bisschen Unwissenheit auch zurückschließen lässt. Da möchte ich gern kurz ein bisschen ein paar Unklarheiten beseitigen. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche gerade wieder das Gespräch, dass mir jemand gesagt hat, naja, wir sind ja sowieso teurer wie die Grundversorger. Und das zeigt mir einfach, dass viele Menschen die aktuelle Situation einfach noch gar nicht wirklich ja, einschätzen können. Ich muss aber auch gleich vorneweg sagen, auch ich bin kein Hellseher, ich kann nicht in die Zukunft gucken, ja, weil im Energiemarkt hat auch viel, gerade was die Preise an der Börse betrifft, auch immer wieder ein bisschen was auch mit Psychologie zu tun. Und deswegen möchte ich jetzt hier nicht als derjenige erscheinen, der alles, der Weisheit letzter Schluss ist, ganz und gar nicht, sondern ich möchte euch einfach aufgrund von ein paar Fakten meine Sicht der Dinge mit euch teilen und hoffe natürlich, dass das für euch ja dementsprechend auch hilfreich ist. So, genau. Dann legen wir mal los. Heute musste ich in der... Moment, ich muss erst den Screen Sharing teilen. So, kleinen Moment. So, und nun sollte das funktionieren. Lass mich noch mal kurz das checken hier. Ja, sieht gut aus. Okay, also gerade heute ja, habe ich folgende Schlagzeile gelesen. Ich habe lange mit mir gekämpft, aber bin wieder bei meinen Eltern eingezogen. Frau kündigt ihre Wohnung, Mann experimentiert mit Frittierfett und Rentnerin lässt abends nur noch die Stehlampe an. Ja, das zeigt, wie dramatisch die aktuelle Situation ist. Und wie gesagt, ich habe gerade letzte Woche wieder die Situation gehabt, dass jemand zu mir sagt, ihr seid ja sowieso teurer als die Grundversorger. Und das mag vielleicht in gewissen Regionen sogar aktuell noch stimmen, weil die Situation ist einfach die, Grundversorger, da gehören auch die Stadtwerke und so weiter dazu, die haben einen Vorteil, dass sie ja sehr langfristig im Voraus ja ihre ja Energie beziehen. So bedeutet, die sichern sich im Voraus schon die Kontrakte beziehungsweise die Energie für ja 2 oder 3 Jahre im Voraus. Und das ist der Vorteil, dass viele eben so die Preise dementsprechend abfedern konnten und nicht die Preisentwicklung, die starke, sofort an die Endverbraucher weitergeben mussten. So, und das ist ein Vorteil, gerade wenn die Preise sehr hoch sind. Aber, und jetzt scrolle ich mal ja weiter runter, dass ihr seht, dass es nicht nur von mir ist. Die Problematik ist aber auch die, dass, jetzt muss ich ganz kurz gucken, und zwar hier unten. Und zwar ist aber die Situation die, dass wenn der Strom oder das Gas eben halt 2 bis 3 Jahre im Vorhinein eingekauft wird, dann wird natürlich
wenn ein Preis kurzfristig ansteigt, dann betrifft es natürlich die Verbraucher weniger. Wenn der Preis dann aber quasi, wenn diese 2, 3 Jahre, wenn der Zeitraum vorbei ist, in dem der Strom beziehungsweise das Gas dann eingekauft wurde, dann wird natürlich irgendwann, wenn die 2 Jahre rum sind, es natürlich auch für den Endverbraucher teurer, weil in der Zwischenzeit natürlich wieder teurer eingekauft werden muss. Und das ist das, was jetzt auch im 1. Januar wieder passieren wird, dass viele Grundversorger nochmal die Preise für die Bestandspreise für die Bestandskunden dementsprechend anheben. Und ja, man sieht auch hier, dass quasi das jetzt alles, was in der Vergangenheit quasi passiert ist, jetzt erst bei den Verbrauchern ankommt. Und so wird es auch zukünftig sein. Und ich gebe dir jetzt gern mal kurz ein Beispiel, was das bedeutet. Und zwar, wenn wir jetzt mal Strom nehmen, dann siehst du hier den aktuellen Preis. Ich nehme jetzt einfach mal Heidelberg. Ja, dann siehst du hier den aktuellen Preis, Heidelberg Strombasis, also die Grundversorgung, wenn du so willst. Und du siehst jetzt hier unten, ich schiebe das mal kurz hier weg, und du siehst jetzt hier unten, okay, aktueller Arbeitspreis 28,14 Cent und der Grundpreis 12,26. Das ist bis zum 31.12. Natürlich, wenn du jetzt wechselst, bist du zwar jetzt im Moment teurer, hast aber dafür, ja, ich sag mal, preisaktuelle oder marktaktuelle Preise und hast eine Preisgarantie von 24 oder 12 Monaten. So, und was wird jetzt ab dem Januar passieren? Einige haben ja schon ihre Preiserhöhungen mitgeteilt und dann sieht das Gleiche so aus, ja, Strom, Heidelberg, genau gleiche Anschrift. Und du siehst hier, für den gleichen Tarif zahlst du dann keine 28,14 mehr, sondern eben 59,83. Und wenn du jetzt heute dich entscheidest, dir quasi jetzt schon den marktaktuellen Preis zu sichern, dann sparst du halt im Jahr um die 294 Euro. Und das ist genau die Situation, die ich zum Beispiel schon ja seit über einem Jahr ja in vielen Gesprächen mit Interessenten, aber auch mit Teampartnern und so weiter versuche zu skizzieren, um das einfach zu verstehen. Weil hätte jeder dann quasi vor einem Jahr diesen Schritt vollzogen, dann würde er jetzt heute keinen Arbeitspreis von 49 Cent zahlen oder von 50 Cent, sondern eben um die 30 Cent. Und das ist genau das, was man verstehen muss oder verstehen darf. Und wenn du jetzt in einem halben, dreiviertel Jahr nicht auch in diese Falle tappen willst, dass du in einem halben, dreiviertel Jahr aufwachst und dich wunderst, warum die Preise so angestiegen sind, obwohl sie eigentlich an der Börse gefallen sind, dann ist das genau dieses Szenario. Ich zeige dir das gleich anhand noch von Daten. Und beim Gas ist es genauso. Ja, da hast du hier, siehst du den Heidelberg Gasbasis, ja, bis zum 31.12. Da ist der Arbeitspreis bei 13,8 Cent die Kilowattstunde. Du siehst es hier unten in dem Kasten. Und der Grundpreis bei 8 Euro pro Monat. Und wenn du jetzt hier... Jetzt machen wir mal einen Sprung in den Januar, also ab dem 01.01.23, dann werden die Preise in dem gleichen Tarif bei 25,18 Cent die Kilowattstunde liegen und bei einem Grundpreis von 8,13 Euro. Und auch hier lässt sich dann wieder einiges sparen. Nur sind natürlich diese Preise deutlich höher wie noch vor einem Jahr. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was ist passiert, wenn man ja vor einem Jahr eingestiegen wäre. Das ist jetzt bei dem einen oder anderen halt vielleicht nicht der Fall, aber du kannst dieses Szenario verhindern für die Zukunft, ja, und wenn du in einem halben, dreiviertel Jahr nicht aufwachen willst und unter Umständen dann dementsprechend höhere Preise wieder hast, dann ist jetzt auch dementsprechend die Handlung geboten. Deswegen jetzt, damit du für dich auch die Entscheidung treffen kannst, lass uns einfach mal kurz die aktuellen Daten durchgehen. Du siehst hier, das sind die Einkaufspreise Strom und dann Gas für im Spotmarkt. Bedeutet, wenn man also kurzfristig seine Energie einkauft, also betrifft hauptsächlich Unternehmen, Energielieferanten etc., dann hat man hier im Januar 21, ja, für 5,28 Cent die Kilowattstunde den Strom eingekauft. Aktuell kauft man ihn für 12,75 Cent die Kilowattstunde. Also auch wenn jetzt viel in der Presse gesprochen wird, dass die Preise gesunken sind an der Börse, so sind sie immer noch ja über das Doppelte höher als noch vor einem Jahr. Und deswegen komme ich eben zu dem Entschluss, dass die Preise über kurz oder lang nicht beim Endverbraucher sinken werden, sondern weiterhin hoch bleiben und sogar noch steigen werden. Beim Gas sieht es ähnlich aus. Ja, da hat man im Prinzip zu 2 Cent die Kilowattstunde eingekauft.
aktuell 7,7. Das ist auch noch über eine Verdreifachung, ja, im Vergleich zum letzten Jahr. Und das muss man oder das darf man halt einfach verstehen und muss man eben in seine eigene Strategie quasi mit einbinden. Und wenn ich jetzt mir die Stromentwicklung mal anschaue, also es gibt ja einmal den Spotmarkt, das ist das, was du hier siehst. Also alles, was kurzfristig eingekauft wird, zum Beispiel für den nächsten Tag an Energie, sei es Strom oder Gas. Und hier siehst du im Prinzip die Futures, also die langfristigen Kontrakte. Bedeutet, wenn ich jetzt sage, ja, für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder in 3 Jahren einkaufe, was kostet mich dann die Megawattstunde? Und du siehst hier die Preise, das ist jetzt vom 28.10. Ich zeige dir auch gleich noch die aktuellen. Du siehst, wenn man am 28.10. für 2023 eingekauft hätte, dann hätte man 403 Euro die Megawattstunde bezahlt, also 40 Cent die Kilowattstunde. Für 2024 267 Euro die Megawattstunde, also sind es dann so roundabout 26,7 Cent. Und für 2025 noch 182 Euro die Megawattstunde, also 18,2 Cent. Und das soll einfach nur zeigen, dass die Preise beim Endverbraucher erstmal nicht so stark sinken werden, wie jetzt zum Beispiel bei Unternehmen, die direkt über die Börse quasi ihren Strom oder ihr Gas beziehen und natürlich hier in dieser Periode richtig gelitten haben und jetzt aber von der Entlastung schneller profitieren. Für private Haushalte spielt das hier aber eine untergeordnete Rolle, ja. So, sondern hier ist diese Sache viel interessanter. Und im Vergleich, ja, nur damit man es mal einschätzen kann, die Gaspreise sind im Mitte August waren dafür 26 Euro fällig. Ja, und für den Strompreis, das zeige ich dir mal hier unten, waren es 77 Euro die Megawattstunde. Also im Vergleich zu 2025, 182 immer noch eine Verdopplung. Ja, und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dieser Geschichte. Also du siehst hier ein Plus von 642%. Das ist hier ein Artikel vom August. So, und aktuell sieht es so aus, für 2025, das sind die aktuellen Preise, sind wir bei 175 Euro, für 23 330 und für 24 241. So, und jetzt musst du einfach nur für dich die Frage stellen, okay, glaubst du tatsächlich, dass deine Preise, die bei dir als Verbraucher ankommen, jetzt deutlich sinken werden, wenn du noch in der Situation bist von hier, ja, dass du aktuell noch einen günstigen Preis bei deinem Grundversorger hast, dann solltest du dich hier dringend beraten lassen, weil das ist natürlich regional immer ein Stück weit unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Grundversorger, die schon deutlich angepasst haben. Deswegen sollte man das individuell betrachten. Aber das ist die Situation, die für viele im Januar passiert. Verivox hat geschrieben, dass über 300 Grundversorger zum Januar die Preise anheben, teilweise sogar um 60%. Ja, also das wird kommen und da kann man die Augen zumachen und hoffen, dass es einen nicht betrifft, ist aber eher unwahrscheinlich. So, und du siehst auch hier nochmal, ja, die aktuellen Preis 328 Euro oder hier 108 Euro. Und beim Gaspreis sieht es folgendermaßen aus. Ich gehe das jetzt einfach mal ein bisschen schneller durch. Es soll ja nur ein kurzer Live-Call eben hier sein. Bei der Gaspreisentwicklung sieht es so aus, dass für ebenfalls Stichtag 28.10. für 2023 werden 145 Euro die Megawattstunde aufgerufen, für 2024 112 Euro die Megawattstunde und für 2025 79,4 die Megawattstunde. Und also roundabout 7,9, 11,2, 14,5. So, und Mitte August waren halt 26 Euro die Megawattstunde. Also jetzt kannst du dir ein Bild davon machen, ja, dass es über kurz oder lang für den Endverbraucher, also ich sag mal für ganz normale private Haushalte, hier nicht deutlich günstiger werden wird. Ja, ganz im Gegenteil. Jetzt werden erstmal aus, gerade in den Grundversorgungstarifen, kann es für viele halt passieren, dass jetzt erstmal diese Spitzen hier, die wir hier hatten, dass die jetzt erstmal bei den Kunden ankommen, bevor es dann wieder eine Reduktion geben kann, ja, bevor sich der Markt wieder so ein bisschen eingroovt, ne? So, und hier siehst du eben die aktuellen Daten, ja, also nächstes Jahr 123, 100 und 71, ja, also in 3 Jahren dann sozusagen. Genau, das ist der Spot-Marktpreis, den haben wir hier vorne uns schon angeguckt. Positiv ist, dass die Speicher, die Gasspeicher aktuell nahezu zu 100% voll sind.
Und das führt halt eben auch dazu, dass, also das ist ein Grund, warum die, entschuldigt bitte, das ist eben ein Grund, warum aktuell ja der Gaspreis gerade am Spotmarkt so im freien Fall ist, weil klar, wenn die Speicher voll sind, wird halt dementsprechend auch kaum nachgefragt und nachgekauft. Und ja, und das führt eben halt dazu, dass dann auch die Stromproduktion aus Gas deutlich günstiger wird etc. Und ja, und dementsprechend auch bei den Strompreisen der Preis etwas nach unten geht, ne? Die Gasimporte, die sind ja momentan so konstant hier, bleiben auf ähnlich hohem Niveau. Die Gasexporte sind jetzt wieder ein Stück gesunken, aber auch hier in dieser Range eigentlich relativ konstant. Und jetzt, das ist halt auch interessant, einfach um so zukünftig abschätzen zu können. Wir haben halt aktuell bisher noch nicht wirklich Winter gehabt. Das heißt, wir haben auch nicht viel Gas verbraucht. Das siehst du hier. Der Gasverbrauch hier 2022, der liegt deutlich unter dem Schnitt der letzten drei Jahre, also 2018 bis 2021. Und das liegt eben halt zum einen an den milden Temperaturen und natürlich, dass aufgrund der aktuellen Situation die Leute halt dementsprechend sehr sparsam sind. Ja, was jetzt dann passiert, wenn der Winter einbricht, ja, wenn der Winter tatsächlich kommt, die Menschen dann wieder heizen und ja mehr Gas verbrauchen, dann entleert es natürlich auch wieder die Gasspeicher und dann muss man einfach schauen, wie sich das Ganze dann auf die Börse dann dementsprechend auswirkt, weil das ist halt auch so ein Punkt, Börse ist immer auch ein bisschen Psychologie. Und da muss man einfach schauen, okay, wie kommt man denn da durch den Winter und vor allen Dingen, wie sieht's am Markt aus, wie viel, wie hoch oder wie breit ist das Angebot, ja, oder ist es eher knapp, das Angebot? Und das wird jetzt abzuwarten sein und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wie gesagt, das ist alles, was so im kurzfristigen Bereich ist, spielt eigentlich für den Endverbraucher, also private Haushalte, eine eher untergeordnete Rolle, weil, wie gesagt, hier musst du eigentlich so Zeitverzug 1 bis 3 Jahre immer rechnen. Genau, das einfach mal, um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen. Und auch hier nochmal auf einen kurzen Überblick, Gasspeicher zu 100% voll, Importe sind um 4% gestiegen, der Gaspreis ist plus 90% gestiegen, der Gasverbrauch ist aber nach unten gegangen, ja, weil, wie gesagt, die Menschen aktuell auch sparen. Ja, beim Rohöl sieht es auch so aus, dass die Preise gesunken sind, seit Beginn November, ja, auf 87 US-Dollar. Die Pellets haben auch eine gewaltige Rallye hinter sich, sind zwar aktuell wieder am Sinken, aber wenn ihr das mal anschaut, im Vergleich zu 2020 haben wir hier immer noch, ja, das ist fast eine Verdreifachung, also mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum Jahr 2020. Also ja, das ist schon recht krass. Genau, so und jetzt ist auch wieder so ein Punkt, was häufig dann in den Gesprächen stattfindet, ist dann, ja, aber es kommt ja jetzt diese Strompreisbremse, die Gaspreisbremse. Wenn also alles so umgesetzt wird, wie es tatsächlich angedacht ist, dann werden das eben halt für Privathaushalte 12 Cent pro Kilowattstunde sein im Gaspreis, also wird das Ganze gedeckelt, aber das ist immer nur auf 80% des Verbrauchs. Das heißt, für die restlichen 20%, mal angenommen, der Verbrauch bleibt gleich, dann solltest du auch hier gucken, dass du einen relativ günstigen Anbieter bekommst, weil auch hier lässt sich dann nämlich einiges an Geld sparen. Und für Industriekunden, ja, soll der Preis dann dementsprechend im Gas auf 7 Cent gedeckelt werden und hier auf 70% des regulären Verbrauchs. Genau, und jetzt gibt es natürlich noch ein paar Herausforderungen, wie wird das Ganze technisch umgesetzt, ja, und muss man jetzt einfach abwarten, was da dann letzten Endes tatsächlich beschlossen wird und wie sich das Ganze dann in der Praxis ja gestaltet. Wichtig ist mir jetzt nur eins, und damit möchte ich es auch jetzt hier für diesen Live-Call dann gut sein lassen. Ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden, ja, in dieser kurzen Zeit, dass du nicht von den aktuellen Preisen ausgehen darf, sondern du musst immer schauen, was passiert jetzt zukünftig. Ja, wenn du jetzt noch in der Grundversorgung bist und noch einen relativ günstigen Anbieter hast, dann solltest du auf keinen Fall die Augen zumachen und denken, okay, es ist alles gut, weil es könnte nämlich sein, dass dein Anbieter
dass dieses Kontingent von 1, 2, 3 Jahren, die dein Anbieter im Voraus ja eingekauft hat und dementsprechend den Preis noch stabil halten konnte, dass das jetzt dem Ende zugeht und du über kurz oder lang mit höheren Preisen rechnen musst, obwohl jetzt hier, ja, am Spotmarkt zum Beispiel, die Preise fallen, aber auch bei den Futures. Aber das ist, wie gesagt, etwas, was man langfristig sehen muss. Und da kann ich dir einfach nur empfehlen, jetzt einfach handeln, dich informieren, eine Beratung anfordern. Kannst du gerne über mich machen, wenn du möchtest. Geh einfach auf oliverschirmer.de/Tarifangebot. Dort kannst du dann einfach deine Daten eingeben und entweder jemand aus meinem Team oder ich melde mich dann bei dir. Und ja, und dann können wir einfach deine individuelle Situation besprechen. Wenn du über die Beratung ist natürlich kostenfrei, wenn du drüber nachdenkst, eine PV-Anlage dir aufs Dach zu machen, auch hier können wir mit sehr, sehr guten Lösungen weiterhelfen. Wenn du vorab Fragen hast, du findest mich entweder auf meiner Infoseite, da hast du dann die Möglichkeit, Kontakt mit mir aufzunehmen, einfach auf oliverschirmer.de/info gehen. Es gibt auch einen Telegram-Kanal, wo ich ja zum einen Business-Tipps weitergebe für meine Partner, aber zum anderen auch natürlich über den Energiemarkt informiere, meine Facebook-Gruppe genau das Gleiche, ja, oder eben halt einfach auf meinem Blog unter oliverschirmer.de und dort findest du überall die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten und ja, und dann freue ich mich natürlich ja auch von dir zu hören. Ich hoffe, dir hilft es weiter, die Situation ein bisschen einzuordnen. Ja, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag und natürlich alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Bis bald. Ciao, ciao.